Mein Boyfriend sollte genauso sein wie ich. Sowas sagt man doch nicht. Okay, unsympathisch. Bin ich wie ein Späti in Berlin. Immer offen. Ich bin auch immer offen. Hi, mein Name ist Nico und heute bewerten wir Menschen. So ein tiefsinniges Video. Ich muss gestehen, letztes Jahr bin ich ein bisschen in den Genuss von Trash-TV gekommen. Angefangen hat das Ganze tatsächlich mit der Bachelorette, mit Gerda letztes Jahr. Und dann kam noch Prince Charming letztes Jahr, plus dann noch dieses Jahr Kampf der Reality Stars. Love Island ist irgendwie nicht so mein Fall. Aber so Bachelorette finde ich ganz cool. Und bei Bachelorette geht es ja auch viel um Männer, logischerweise. Und da konnte ich dann auch viel mitreden. Also nicht, dass ich so krass viel Ahnung hätte, aber wir stehen kurz vor der nächsten Staffel Bachelorette. Die Bachelorette dieses Jahr ist die Melissa, die kennt man scheinbar aus Love Island. Ich kannte sie aus Kampf der Reality Stars. Nicht, dass ich das jeden Tag gucke. Aber so hier und da mal am Abend, why not? Das ist wie Alkohol. Kleine Dosen ist okay, zu viel ist nicht gesund. So, das ist für mich Trash-TV. Und ich fand Melissa super sympathisch eigentlich bei Kampf der Reality Stars und dachte mir so, okay, werde dieses Jahr mal in die Bachelorette-Staffel gucken. Bevor ich das mache, möchte ich mir gerne mal die Kandidaten dieses Jahr angucken. Heute bewerten wir auf gut Deutsch Männer. Ein sehr tiefgründiges Video, I know. Noch kurz Werbung in eigener Sache, bevor es losgeht. Ich habe letzte Woche meinen neuen Song Erste Schritte rausgebracht. In dem Song geht es um meinen Vater, dass ich ihn nie kennengelernt habe. Und es wieder aufstehen, wenn du hingefallen bist. Das würde mir super viel bedeuten, wenn ihr einfach mal auf den Link in der Beschreibung klickt und den Song euch anhört, beziehungsweise anschaut, das Musikvideo. Denn das ist mein Baby und da steckt sehr viel Arbeit drin. Also gerne draufklicken in der Beschreibung und gleich hier oben irgendwo. Und dann kommt ihr zum Musikvideo von Erste Schritte. Würde mir sehr viel bedeuten. Vielen Dank. Und nicht vergessen, ich möchte euch in nächster Zeit ein bisschen was zurückgeben für euren krassen Support die ganze Zeit. Deswegen werde ich in Zukunft in jedem Video für jemanden von euch eine Sprachnachricht schicken auf Instagram. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, mir gerne hier, dann kommt ihr mit in den Lostopf, kommt eine Sprachnachricht von mir. Ob man das will, weiß ich nicht, aber darum geht es ja auch nicht. Ich würde sagen, let's go, vergesst nicht zu abonnieren, lasst gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, welche Person aus Bachelorette, die jetzt kommen wird, ihr am coolsten findet. Ich würde sagen, let's go, have fun. Das war aber ein langes Intro, ne? Ich muss ja mal sagen, ich möchte nicht mit Melissa tauschen. Ich glaube, wenn so eine Wucht von 20 Männern oder auch Frauen, ist ja egal, von 20 Personen da auf dich zukommen und du dich für einen entscheiden musst, ich glaube, du bist erstmal die ersten Tage vollkommen überfordert. Ich glaube, wenn sie das dann so ein bisschen aussieht und sich ein bisschen lichtet, ist das auch einfacher. Ich glaube, da muss erstmal so eine Horde von Menschen kommen, du dich dann mit allen beschäftigen musst. What the fuck? Kann man schon auf Partys immer nie klar, wenn es mehr als 10 Leute sind. Dann bin ich immer schon so, okay, mit wem rede ich jetzt? Was mache ich jetzt hier? Ich habe zu jedem Charakter ein Bild. Charakter vor allem, zu jeder Person ein Bild und eine Beschreibung. Ich würde sagen, wir gucken da mal rein. Wir fangen an mit Person 1. Adriano, 35, ist Unternehmer aus Düsseldorf und sagt, die Spießer können einpacken. Du bist Unternehmer, ist das nicht voll spießig? Also mein Typ ist jetzt nicht, mein Kopf sagt nicht, wow, wie, übrigens ist alles hier sehr oberflächlich. Ich habe keine Ahnung, wie diese Menschen privat sind oder was sie, ne? Es ist auch mehr ein Unterhaltungsvideo und nicht wirklich hier der krasse Scheiß, wo man Fragen fürs Leben lernt. Ich denke mal, er schläft im Fitnessstudio, so wie er aussieht. Er ist Unternehmer und die Spießer können einpacken. Sind Unternehmer nicht die Spießer, die allen was andrehen wollen? Oder verwechsel ich da gerade was? Ich weiß es nicht. Naja, okay. Next one. Hello. Next one. Ich mach mal so, dann sehe ich mehr. Next one ist Alex Gerard. Alex Gerard. Der ist 31. Ich glaube, die sind alle so 30, würde ich mal schätzen. Der ist Fremdsprachenkorrespondent aus Berlin. Wenn es ums Dating geht, bin ich wie ein Späti in Berlin. Immer offen. Ich bin auch immer offen. Aber ich mag seinen Körper. Alle jetzt denken alle, ich bin so eine billige Sau. Leute, man kann nicht mehr bewerten, als man sieht. Aber ich finde es auch lustig. Ist ja auch alles Trash-TV. Man darf sich drüber lustig machen, finde ich, ein bisschen auch. Ich finde es irgendwie sexy, dass er Fremdsprachenkorrespondent ist. Ich finde Fremdsprachen allgemein sehr sexy. Und sein Körper ist auch nicht von schlechten Eltern. Ich finde auch lange Haare. Es gibt Leute, denen stehen lange Haare. Mir steht es einfach nicht. Ich kann nicht alle Tarzanhaare tragen, aber manchen steht es einfach nicht. Ich finde ihm schon die langen Haare sehr gut. Was ich nur gesagt habe. Next one. Alexa, 24, sind die doch alle jünger? Oder ist erst Küken im Stall? Im Hof? Im Gehege? I don't know. Alexander, 24, ist Geschäftsführer. 24? Komm, Spaß. Geschäftsführer einer Medien- und Marketingagentur aus Essen. Es ist ja wie im Teamsport. Man kann gut miteinander klarkommen, aber auf dem Platz spielt man gegeneinander. Das ist doch eine faire Aussage. Ist auch leider gar nicht mein Typ. Aber er ist Geschäftsführer. Ja, aber er sieht nett aus, finde ich. Ich glaube, er ist so ein Typ, in den kann man gut chillen. Ich glaube, ich vertue mich jetzt nicht und ich hoffe, er ist kein Arschloch. Das sehen wir ja in ein paar Wochen. Guckt übrigens Bachelorette, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es guckt. Sieht nett aus und es beeindruckt mich, dass er mit 24 Geschäftsführer ist. Eine Marketingagentur. Angelos, 34, Sozialpädagoge aus Heidenheim an der Brenz. Ich verliebe mich schnell und mit allem, was ich habe. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich bin mir nicht sicher. Das kann auch sehr verblümt rosarot klingen und er kann schon auf die Schnauze fallen. Er ist 34. Ich denke mal, dass dann der Alexander das Küken im Stall war. Was mir gar nicht gefällt, sind die ganzen Tattoos. Also ich vermute, steht das. Ich finde auch Tadel ist so ein Kandidat, dem stehen aber die Tattoos. Aber ohne ist er ja auch gut aus.
ist auch gar nicht mein Typ. Wie ich das so sehe, wäre meine Staffel nach Folge 1 vorbei, wenn ich Melissa wäre. Aber ich glaube, er ist nett. Ich glaube, er ist ein richtig netter. Mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Chris Jan ist 33, Akrobat aus Berlin. Und er schreibt, ich kann gut nerven. Sollte man nicht schreiben, was gute Eigenschaften sind? Oder ich weiß nicht so ganz. Also ich weiß nicht, was er mit das bezwecken wollte. Also ja, er sieht auch nett aus. Also ist auch nicht mein Typ jetzt so. Aber muss es ja auch nicht sein. Es geht um die Melissa, nicht um mich. Daniel B. ist 34. Wieso B? Gab es schon mal einen anderen Daniel? Wirtschaftsingenieur, Blogger aus Weiden in der Oberpfalz. Als Blogger. Ich möchte das alles deinem höheren Bewusstsein betrachten und gleichzeitig der Liebe eine Chance geben. Okay, was sagt uns das jetzt? Er möchte das alles objektiv betrachten, trotzdem möchte er subjektiv um die Liebe kämpfen. Er ist auch nett. Ich weiß nicht, ich sehe doch gar kein Schema. Ich weiß nur, dass die Bachelor und Bachelorette, soweit ich es gehört habe, schon so eine Art Typ angeben können, auf was sie so stehen. So plus minus. War zumindest bei Prince Charming, glaube ich, der Fall so, was ich mitbekommen habe. Und wie ich das so sehe, kommen Melissa und ich auf keinen grünen Zweig. Ergo, wir kommen uns mal nicht in die Quere. Kommen wir sowieso nicht, weil wir zwei getrennte Leben leben. Okay, next one. Ach, da ist Daniel G. Jetzt hatten wir gerade Daniel B. Und jetzt haben wir Daniel G. Beautiful. Er ist Maschineneinrichter aus Paderborn. Ich will eine Frau, die auch mal auf den Tisch haut. Frau soll sich auch nicht alles gefallen lassen. Bin ich voll deiner Meinung. Ich finde, sie sieht auch cute aus. Ja, doch. Also bisher fand ich am interessantesten für mich persönlich Alex Gerald in langen Haaren. Daniel H. Wir haben noch einen Daniel. Drei Daniels, oh mein Gott. 24, auch ein Küken. Mensch. Student aus Wien. Bis ich mich verliebe, brauchen es einiges. Das finde ich cool. Daniel H. finde ich bisher am sympathischsten, dass er sich nicht sofort verliebt, dass er Student ist, ist gar nicht egal, es ist egal, was er ist. Und ich finde, er sieht auch echt cute aus. Ich bewerte ehrlich gesagt wirklich mehr die Sätze, die sie schreiben, als den Buddy, weil der ist austauschbar so. Aber wer schreibt denn bitte, ich kann gut nerven, so. Mensch, da ist noch ein Daniel. Daniel M., 31, er ist Musikmanager, Content Creator aus Berlin. Mein Herz ist mindestens so groß wie mein Bauch. Ja, sieht auch nett aus. Ist zwar jetzt nicht mein Typ, weil der ist so breiter als der Türsteher. Ist nicht so mein Fall. Aber, ja. Ich finde auch ihm stehen die Tattoos voll. Das passt zu ihm einfach. Der Look passt zu ihm. Ich finde, das ist alles stimmig. Nur nicht für mich. Ist ja auch nicht für mich gedacht. Ist für die gute Melissa. Wo ich mich aber auch frage, wo ist denn hier der Typ? Also, es sind ja auch ganz andere Welten hier und Dimensionen gerade. Machen wir das mit ab? Ich verstehe. Egal. Emre, 30, Sparkeeper aus München. Ganz Deutsche, wow. Ganz Deutsche wird mich feiern. Ja, mit dieser Aussage hat sich leider bei mir ins Ausgeschossen. Ob das jetzt eine Barkeeper-Anspielung war, weil Club und feiern, weiß ich nicht. Aber wenn man diese Aussage einfach nur so liest, dann hat es sich bei mir gerade alles verkackt. Ich mag sowas nicht. Next one ist Florian, 27, Personal Trainer und Ernährungsberater aus... Personal Trainer und Ernährungsberater aus Köln. Es wäre langweilig, wenn 19 Loser neben mir stehen würden. Ich will schon ein bisschen kämpfen. Das ist sympathisch. Das gefällt mir irgendwie. Er wirkt auch sehr nett. Ich finde, das ist eine treue... Ich glaube, es ist eine treue Seele. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass Melissa ihm eine Chance geben wird. Johannes. Johannes? 30, ist Servicetechniker aus Viersen. Ich brauche eine Frau, die mir Grenzen setzt. Oh, das finde ich gut. Sieht auch nett aus. Sind alle nett aus. Aber hauen mich jetzt alle auch nicht um, irgendwie, ehrlich gesagt. Außer Daniel H. Daniel H? Daniel G? Daniel H, glaube ich. Leander 22. Ich finde es auch so komisch, dieses Alter. Es gibt entweder so 33, 35 oder es gibt 22, 24. Das ist voll der große Gap zwischen den Kandidaten. Es gibt so jung und alt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist voll die komische Aufteilung irgendwie. Ich habe keine Ängste. Geschäftsführer aus Aachen. Mit 22 bist du schon Geschäftsführer. Sieht auch gut aus. Aber sau jung, wie alt ist denn Melissa? Die ist auch nicht so alt, ne? Ich würde sagen, sie ist so Mitte, Anfang 20 ist sie, oder? Manuel, 25, ist Fitnesstrainer aus Kassel. Alle Frauen sind Traumfrauen. Mann muss nur die richtige für sich finden. Das ist so ein Glückskickspruch irgendwie, ne? So ein Kalenderspruch. Ah, das hätte noch vorher schon gegoogelt, bevor er es hingeschrieben hat. Sieht auch nett aus. Doch. Ach, ich würde auch mit ihm auf ein Date gehen. So ist es nicht. Ich finde, der sieht voll nett aus. Das, was ich am häufigsten sage in diesem Video, ist, er sieht nett aus. Maurice, 25, Fitness- und Gesundheitstrainer aus Neuruppin. Neuruppin ist bei mir um die Ecke, lustig. Na, was ist denn die Ecke? 1,5 Stunden weg. Okay, doch nicht um die Ecke. Eifersucht gehört dazu. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ist das gleiche Schwimmbad wie das von vorhin? Im selben Becken gemacht? War das ein Gruppenshooting? Moritz 31, Unternehmensberater aus Darmstadt. Am wichtigsten ist mir immer, ich selbst zu sein. Das ist doch auch süß. Auch so ein Kalenderspruch, sei du selbst. Ja, sieht auch nett aus. Hat schöne Arme, finde ich. Das ist schön. Patrick 29, da ist die Mitte. Nicht nur Anfang 20 oder Anfang 30, da ist die Mitte. Personal Fitness Trainer aus München. Die anderen Männer sind für mich keine Konkurrenz. Oh, da sind wir uns sehr eingebildet von sich. Muskeln sind nicht alles, Leute. Muskeln sind nicht alles. Ruben?
31 ist Friseurmeister aus Stuttgart. Meine Traumfrau sollte so sein wie ich, nur weiblich. Aber jemand sehr selbstverliebt. Ja, ich bin da ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Ich finde die Sätze echt daneben. Ist das mit Absicht so gewählt? Wahrscheinlich. Aber mein Boyfriend sollte genauso sein wie ich. Sowas sagt man doch nicht. Okay, unsympathisch. Schon wieder im Pool. Mensch. Severino, Verkaufsberater im Außendienst aus Waiblingen. Happy Bachelorette, happy me. Ja, ich finde es ja auch so ein bisschen so wie ein Prollo. Bastian 33, Triebswerktechniker aus Hamburg. Ich habe das gewisse Etwas. Ja? Ja, bin ich ja mal gespannt. Looking forward. Fazit aller Kandidaten. Alle heißen Daniel. Entweder 30 oder 20. Ich finde, es waren schon ein paar Cute dabei. Ich finde trotzdem, letztes Jahr war die Auswahl breit gefächerter und mehr meine Auswahl. Scheinbar haben Gerda und ich den gleichen Geschmack. Aber dieses Jahr ist irgendwie, ja, bei mir nach Folge 1 vorbei. Ging es nun um das Aussehen. Es geht nicht um das Aussehen, aber wie gesagt, das Auge ist mit. Und es geht ja, wie gesagt, nur um den ersten Eindruck hier und um das, was ich, ne? Also, schreibt mir gerne Kommentare, wie ihr das so fandet. Ich werde jetzt noch eine Sprachnachricht verschicken, wie gesagt, auf Instagram. Folgt mir da gerne, Nico Abrell. Wenn ihr auch eine Memo von mir haben wollt, werde ich versuchen, in jedem Video zu machen. Cool, oder? Ich bin gespannt auf Bachelorette. Guckt ihr es auch? Bald kommt jetzt endlich Prince Charming raus. Ich freue mich so sehr auf Prince Charming. Guckt ihr auch Prince Charming? Ich werde auf jeden Fall zu jeder Folge auf diesem Kanal ein Video hochladen. So, wer ist mir denn gefolgt? Lani ist mir gefolgt, gerade eben. Hello. Vielen Dank, dass du mir gerade gefolgt bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Hello. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Peinlich. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich flirten kann. Gar nicht. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, lasst mir gerne eure Bewertungen für die Kandidaten da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.